Was ergibt die Summe der Anzahl Kanten, der Anzahl Ecken und der Anzahl Seitenflächen eines Würfels? Zuerst zeichnen wir einen Würfel und suchen zuerst die Ecken. Wir haben hier oben vier Ecken und unten ebenfalls vier. Das macht also schon mal acht Ecken. Jetzt bestimmen wir die Kanten. Kanten haben wir diese vier unten, diese vier oben und dann noch diese senkrechten vier. Und 3 mal 4 macht 12. Jetzt suchen wir noch die Anzahl Seitenflächen. Wir haben einerseits die oben und die unten. Dann haben wir die vorne und die hinten. Und dann haben wir noch die links und die rechts. Das macht also insgesamt 6 Seitenflächen. 8 plus 12 plus 6. Das macht 26. Also ist die Endantwort auf die gestellte Frage E. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.